Informationen sind die Währung unserer Zeit. Der Rohstoff, auf dem sie erwachsen, sind Daten aus den Kommunikations- und Massenmedien, Finanz-, Verkehrs- und Sicherheitssystemen, Maschinensensoren und Produktionsanlagen. Volumen, Vielfalt, Geschwindigkeit beschreiben das Phänomen eines exponentiellen Wachstums, vor allem digitaler Informationen, die neue Fragen aufwerfen und neues Wissen erzeugen. Dabei treten zwei Entwicklungen hervor. Erstens, der Zugriff auf Informationen ist nicht mehr den IT-Spezialisten vorbehalten. Immer mehr Fachanwender wollen sich selbst bedienen und direkte Erkenntnisse aus den Daten beziehen. Zweitens, der Bedarf nimmt zu, Analytik in operative Betriebsprozesse einzubinden. Das verbessert die Steuerung und schafft neue Möglichkeiten, Risiken früher zu erkennen oder Optimierungspotenziale dynamisch zu nutzen. Dafür muss die Analytik schneller werden. Wie lassen sich in diesem Umfeld Big Data, Datenqualität und Transparenzanforderungen bewältigen? Wie sieht das Datenmanagement der Zukunft aus? Und was können die neuen Technologien wie Grid Computing, In-Memory und High-Performance Analytics leisten? SAS Visual Analytics ist eine Selbstbedienungsplattform für Anwender in den Fachbereichen. Sie ermöglicht In-Memory, Analytics und Business Intelligence mit einer intuitiven Benutzeroberfläche im Web. Und nebenbei ist Visual Analytics auch die Antwort von SAS auf das Thema Mobile BI. Der High-Performance Analytics Server ist ein Hochleistungs-Analyse-Motor für In-Memory, Data Mining, Text Mining, Optimierung und zeitreihenbasierte Vorhersage. Sie können damit komplexe Datenanalyseverfahren in wesentlich kürzerer Zeit durchführen, als das mit herkömmlichen Verfahren möglich war. Der Faktor liegt da in praktischen Anwendungen zwischen 10 und 100, zum Teil darüber hinaus. Der SAS Grid Manager ermöglicht die Verteilung von Rechenlast auf verschiedene Rechner. Was Sie damit gewinnen, ist die Sicherstellung von Ausfallsicherheit, beispielsweise Hochverfügbarkeit, aber auch einfach Performance-Gewinn, dadurch, dass Sie eben die verfügbare Hardware optimal ausnutzen. SAS High Performance Analytics ist unsere Antwort auf das Thema Big Data. Big Data ist nicht allein definiert durch die Größe der Datenmenge, sondern beginnt dort, wo die Verarbeitungskapazitäten nicht mehr ausreichen, um vorhandene Daten vernünftig auszuwerten. Wir leben online, selbst wenn wir eigentlich offline sind. Wir kommunizieren virtuell mit unseren realen Freunden. Wir arbeiten digital, um analoge Prozesse zu koordinieren. Um Marktbewegungen und Kundenverhalten kennenzulernen. Um Produktions- und Logistikabläufe zu steuern. Um Finanzen und Risiken in den Griff zu bekommen. Um Krankheiten zu erforschen und zu bekämpfen. Und um das Zusammenleben in Städten und Staaten zu organisieren. Die Unternehmen agieren schon heute im Umfeld riesiger Datenströme. Marktbewegungen, Finanztransaktionen, Produktions- und Maschinendaten erzeugen Informationen am laufenden Band. Nur Bruchteile davon werden bis dato genutzt. Und das Ganze wächst weiter. Seit dem 6. Juni 2012 haben die großen Internetkonzerne auf den neuen Internetstandard IPv6 umgestellt und damit die Zahl der verfügbaren Webadressen von 4,3 Milliarden auf 340 Sextillionen erhöht. Das neue Internet der Dinge ermöglicht es künftig, nicht nur Computer und Handys, sondern auch Autos, Maschinen, Kleidungsstücke, Pizzaschachteln, Windräder, Medikamente, Straßenlaternen, Mülltonnen, Konten oder sogar Hundehalsbänder mit eigenen Webadressen auszustatten. Objekte des Alltags werden dadurch zu kontinuierlichen Datenlieferanten, die mit ihrer Umgebung kommunizieren und interagieren können. Die resultierende Datenflut wird weiter exponentiell anwachsen. Die digitalen Medien und die vernetzte Welt beschleunigen diesen Trend. Werden wir in Informationen ertrinken? Oder werden wir es verstehen, sie zu unserem Vorteil zu nutzen? Nutzen entsteht dort, wo es gelingt, aus den vorhandenen Informationsmengen das Wissen herauszudestillieren, das uns hilft, unser Leben einfacher, unsere Arbeit erfolgreicher und unsere Umwelt besser zu gestalten.
Wie einfach Informationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort gelangen, zeigen millionenfache Apps, die uns schon heute in vielen Fragen des Alltags unterstützen. Doch dies ist nur der Anfang. Oft entstehen erst durch neue Kombinationen von Daten nützliche Erkenntnisse. Sie bilden das Fundament für innovative Geschäftsideen und Märkte. Was wäre zum Beispiel, wenn sich Fahrpläne und Routen im öffentlichen Nahverkehr dynamisch an Verkehrsaufkommen, Stoßzeiten und unseren Bedürfnissen orientierten? Was wäre, wenn sich das Informationsangebot der Medien zielgerichtet an unseren persönlichen Präferenzen orientieren würde? Was wäre, wenn sich unsere privaten Geldanlagen fortlaufend selbst an veränderte Marktbedingungen anpassen würden? Was wäre, wenn Transportwege übergreifend optimiert würden, damit keine halbbeladenen LKWs, Züge oder Flugzeuge die Verkehrsnetze belasten, Absatzprognosen mit solcher Genauigkeit kalkuliert werden könnten, dass Überproduktionen vermieden und Entsorgungssysteme entlastet würden? Kostensparen, weltweite Messungen über Forschungen, Therapien und Präventionsformen sind flexibel, um ihre Patienten dann die Schritte zu erhöhen. Eines ist sicher. Es ist eine neue Intelligenz erforderlich, die aus Daten wertvolles Wissen macht. Dieses Wissen wird uns in vielen Bereichen des täglichen Lebens bereichern, Geschäftsentscheidungen absichern und vielleicht die Welt als Ganzes ein Stück verbessern. Was es dafür braucht, sind unsere Ideen.